Was man alles für Rätsel lösen muss, nur um seine Schwester zu finden. Mist. Zu spät. Gedrückt. Jetzt. Ja. Dich nehme ich mit. Kann ich das überhaupt? Toll. Gar nichts gebracht. Obwohl, Moment. Ich kann ja hier wieder die Schwerkraft aufheben. Scheint sich wohl hier nichts zu tun. Aber vielleicht hinten. Na, wieder ausmachen einfach. Hinten, da wo ich in der letzten Aufnahme die Schwerkraft, oh, ich dachte schon, die Schwerkraft aufgehoben habe. Beziehungsweise nicht aufgehoben, sondern genau umgekehrt habe. Vielleicht kommt sie mir dann entgegen. Oh, Schreck. Gar nicht mehr damit gerechnet. So. Hier haben wir Kiste 1. Ach, hier bin ich ja letzte Aufnahme auch lang gelaufen. Vielleicht finde ich ja jetzt dort die andere. Ja, die andere Kiste. Die andere. Na dann. Steht uns unserer Schwester ja nichts mehr im Wege. Problem, dass diese Säule, die fährt komplett rein. Das heißt, es fällt dann so nur doch alles ganz nach unten und muss richtig gutes Timing haben. Ich krieg das schon hin. Dauert halt dann ein bisschen länger. So. Jetzt. So. So. Und runter mit dir. Geräusche. Im Wald. Hübsch. Und hier Magnet. Okay, und was kann ich jetzt bitte tun? Jo, klettern? Nee. So wie es aussieht, kann ich nichts tun. Oder siehst du was, mein kleiner Freund? Hier verändert sich ja auch nichts. Oder? Doch. Das hat sich verändert. Mir vorhin gar nicht aufgefallen. Was machst du? Ach, du hebst es hoch. Ach so, ein Magnet hat es oben festgehalten, schätze ich. Das heißt, wenn ich es jetzt Schwerkraft umkehre. Okay, es leuchtet mir noch nicht so komplett ein. Ich weiß nur, dass ich hier rauf muss. Und dazu muss ich erstmal hier rauf. Und davor muss ich hier rauf. Und um hier rauf zu kommen, muss ich das erstmal alles anheben, was ich damit mache. Aber wenn ich da oben bin,
Ah, jetzt bleibt es oben hängen. Und das andere auch. So, und jetzt kannst du ruhig runterfallen. Aber das wäre doch viel zu einfach. Ich darf nur den einen oben haben. Aber wie mache ich das? Der ist ein bisschen näher der Decke dran. Da muss ich vielleicht vorher... bevor er oben andockt. So, aktivieren. Dass der andere wieder runterfällt. Cool. Hat sogar funktioniert. So. Weiter geht's. Oh, Schwerkraft wieder aufheben. Und es schüttelt. Schwerkraft umkehren, Entschuldigung. Bloß, was bringt mir das? Ah. Okay. Oh. Eine schöne Seilbahn. Aber... kann ich denn schnell genug sein, die Schwerkraft umzukehren und jetzt dieses Seil zu greifen? Oder reicht es jetzt schon? Nee. Sieht aber irgendwie lustig aus. Kleiner Freund, was machst du da? Was? Du willst da runter? Du musst die Schwerkraft umkehren. Tja. Aber das kriege ich nie im Leben. Nie im Leben. Aber so kriege ich es. Nein! Boah. Jetzt hätte ich die Zacken voll abgekriegt, schätze ich. Oh, wir sind auf einem Dach. Und wir sind im Dunkeln ganz weit runtergefallen. Seilbahn, bitte nicht nochmal. Nein. Okay. Aber wohin? Hä? Ach, da ist ein Seil. Habt ihr das gesehen? Ich konnte es nicht greifen. Also noch mehr Anschwung. Noch schneller. Naja, das war ja alles andere als schnell. Streng mich mal an. Wer weiß, wie gut es deiner Schwester geht. Sein. Mist. Man hat wahrscheinlich den Tastenanschlag gerade gehört. Wie ich versucht habe, das Seil zu greifen. So, jetzt wollen wir nochmal failen, ne? Okay. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Na gut, jetzt war wieder... also wir müssen haarscharf an der Klinge vorbei.
trau mich nicht zu weit, sonst lande ich wieder in der Klinge. So, dann müssen wir das nochmal machen. Nee. Das die einzige Lösung ist. Dieses Seil zu greifen und dann rüber zu schwingen. Okay, hier schätze ich mal nicht. Na gut. Ich wollte nur ein bisschen kundschaften. Auskundschaften. Oh. Aber das war haarscharf. Komm schon, komm schon, komm schon. Zip. Wie soll man das denn anders machen, kleiner Freund? Ich weiß, du bist der leiden muss. Oh, das sah wirklich auch sehr knapp aus. Aber knapp heißt er leider noch nicht. Boah. Juhu. Ob sich ein Kind freut, in so eine Klinge zu springen? Ich weiß nicht. Juhu. Okay. Dann mache ich jetzt hier einen Cut. Tschüss. Herzlich willkommen in der nächsten Aufnahme. Ich habe vorher noch mal ein bisschen probiert und habe gesehen, dass es hier... vielleicht hat man es gesehen. Da war ein Pfeil, der die Schwerkraft in die eine Richtung lenkt. Nein, nein. Da, den da. Habt ihr gesehen? Das Problem ist, dass man die Steuerung irgendwie in den Griff bekommen muss, weil es sich genau so anpasst. So wie inklusive den Monitor drehen und die Tastatur, dann würde das alles hinhauen. Oh. Aua. Naja, immerhin schon ein kleines Stück. Oh Mann. Weitergekommen. Okay. Ich warte noch mal eine Phase ab, wo es vielleicht länger ausbleibt. Obwohl, sehr viel Zeit habe ich dafür nicht. No. Oh, geschafft. Oh nein! Ich habe es minimal berührt. Der kleine Junge hat es minimal berührt. Ich habe gesprungen. Ich habe gesprungen. Ich habe die Taste immerhin gedrückt. Nein! Ah, jetzt bin ich mit der Steuerung voll. Tot? Ja. So. Oh Mann. Da ist ein Seil. Ja. Okay. Ein großer Reifen. Okay, da sieht es so aus.